Deutschlands populärstes Auto, der Volkswagen, geht im großen Examen für seinen Besitzer mit Temperament durchs Feuer. Salto Mortale, zuerst mit Schwung und dann noch einmal in Zeitlupe. Diese Prüfungen werden nicht aus artistischen Gründen gemacht, sondern dienen dazu, das Material und die Widerstandsfähigkeit des Wagens immer wieder zu erproben und zu verbessern. Zur privaten Nachahmung nicht unbedingt zu empfehlen, aber wie man sieht, ungefährlich für den Fahrer. Selbst das kann diesen Wagen nicht erschüttern.